Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in den Raum der Wünsche reingekommen und da können wir ganz tolle Sachen mitmachen. Und ich habe mir jetzt die nächste Aufgabe aufgesucht mit Beschaffe und teste einen Fokustrank und beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus und teste sie gleich. Das möchte ich gerne machen, weil, also das habe ich jetzt ausgesucht, weil wir ja sowieso nach Hogsmeade reisen wollten, weil wir gucken wollten, dass wir hiervon was Neues besorgen können. Jetzt schauen wir mal eben kurz. Ich habe nämlich etwas herausgefunden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt nochmal hin. Unten, ganz unten rechts, steht ja Karte Ender mit rechts und links. Wir sind jetzt gerade hier in Hogwarts. Wenn wir rechts machen, sind wir in diesem Fall direkt in Hogsmeade drin und da können wir direkt auch die Dinger benutzen. Es ist so viel einfacher, als ich eigentlich gedacht hatte, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Friseursalon. Da waren wir ja schon mal. Das war das mit dem Besen. Zauberstabgeschäft. Apotheker, große Auswahl an Zaubertränken. Dann würde ich sagen, den nehmen wir erstmal. Und Fachbuch, Wälzer und Schriftrollen. Ich glaube, das war das, wo wir auch noch hin müssen. Dann reise ich erstmal dahin. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, Hogsmeade bei Tag. Es ist schon wieder alles dunkel hier. Es ist schrecklich. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz hier rein. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Ja, danke nochmal halt, für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja, kein Thema. Ich muss erst mal wissen, was ich eigentlich brauche. Fokustrank, Maxima und Edurus. Wie kann ich heute behilflich sein? Maxima und Edurus. Sind die teuer. Fokustrank und Maxima. Maxima ist nicht so teuer. Wenn ich das... Kann ich das denn... Wie viel kostet das? Fokustrank... Kaufen wir eine den weise noch einmal. Entscheidung. Vielen Dank. Endurus-Trank. Und Maxima. So. Mächtiges Schadensgebräu. Zaubertrank, wie ich höre, haben Sie im Wald einen kleinen Schatz gefunden. Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Trinken für kurze Zeit erhöht. Ja, also das brauche ich persönlich nicht, finde ich. Deswegen... Das verkaufen wir auch nochmal eben. Gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Ne? Schadet auch nie, meinen Goldbestand aufzufüllen. Bis bald. So, ich habe diese Tränke jetzt besorgt. Wobei ich schätze, dass das egal gewesen wäre. Weil wir hätten auch einfach den nehmen können. Beschaffe und teste den Fokustrank. Den Fokustrank. Ah, nee, hatten wir doch keinen vorher. Okay, dann testen wir den jetzt mal. Ich hoffe, das ist egal wo. Ja, gut. Beschaffe Maxima und teste sie zeitgleich. Maxima, eigentlich totale Verschwendung, was wir hier gerade machen, aber... Endurus. Endurus, Endurus. Endurus? Wunderbar. Okay, dann kann ich Zaubertränke... Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wir wollten ja dann noch zu diesen einen hin. Ich denke, dass es das ist. So. Dann habe ich das halt als Wegpunkt. Ach, das ist dieses... Ja, was die Angriffe abwehren soll. Okay. Kriegt man keine Lederhaut, sondern eine Steinhaut sozusagen. Hätte ich gut gebrauchen können gegen einen Troll, glaube ich. Aber gut, man findet die Sachen ja immer erst viel später. Hallo? Ich wollte sagen, der war doch gerade noch da. So, Fässer mit Butterbier. In diesen Fässern wird das bei Hexen und Zauberern so beliebte Butterbier gelagert. Habe ich das nicht schon mal gelesen? Es wird sowohl kalt als auch heiß serviert und hat einen geringen Alkoholgehalt, der auf Hauselfen viel stärker zu wirken scheint als auf Menschen. Okay. Was dingelt denn hier eigentlich immer? Oder ist das immer, wenn ich den Zauber mache? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Da hinten ist mein
Zielort. Ich muss endlich mal einen Zauber lernen, womit ich die Türen öffnen kann. Das ist echt nervig. Hier ist die Tür, ne? Ja. Hallöchen. Ein bekanntes Gesicht zu sehen? Kenne ich den schon? Ach ja, der ist das. Ach, ja, ich erinnere mich. Stimmt, dann habe ich hier schon alles nachgeguckt. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Oh ja, oh ja. Schneidestation? Produziert regelmäßig ein pflanzliches Nebenprodukt. Okay. Schaltet die Fähigkeit frei, ein Spielzeugkiste für deine Tierwesen zu beschwören. Ja gut, so weit bin ich ja noch nicht. Aber wahrscheinlich kommt das schneller, als ich denke. Einen Dungkomposter zu beschwören. Erstelle damit Dünger, um den Ertrag einer gesäten Pflanze zu erhöhen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Pflanzentisch mit zwei großen Töpfen. Boah, der kostet 3000. Nicht Köpfen, sondern Töpfen. Hab ich jetzt Köpfe gesagt? Mit großem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Topf mit großem Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Zauberpflanzen züchten. Materialverfeinerer. Das ist alles so teuer. Schaltet die Fähigkeit frei, einen hüpfenden Topf zu beschwören. Dieser magische kleine Topf braut regelmäßig einen zufälligen Trank. Ach so, okay. Aber ich muss da nichts dafür bezahlen. Sehe ich das richtig? Also, das wäre natürlich auch ganz cool. Pflanzentisch mit mittelgroßen Topf. Mit zwei mittelgroßen Töpfen. Mit drei mittelgroßen Töpfen. Mit drei kleinen Töpfen. Ja, das kann ich doch. Ah, nee, mit drei kann ich das noch nicht. Na gut, dafür braucht man natürlich auch die Samen. Das ist das Problem. Die Samen habe ich ja noch nicht. T-förmige... Achso, Tränkestation. Tränkestation brauchen wir nicht. Mit kleinen Töpfen. Also, wenn ich das richtig verstehe, sind die großen Töpfe besser. Also, dass da vielleicht andere Sachen noch drin sind. Die Frage ist jetzt... Das fände ich natürlich auch ganz cool. Dann hätte ich noch 3000 übrig. Da kriegen wir wahrscheinlich Zutaten von, nehme ich mal an. Allerdings das mit dem Dummkomposter finde ich auch nicht schlecht. Weil dann hat man halt mehr Ertrag von einer Pflanze, die man dann da reingemacht hat. Dann hätte ich noch 3700. Mit zwei großen Töpfen. Wo war das mit den drei großen Töpfen? Mit großem Topf, mit drei mittelgroßen, drei kleinen. Oh Gott. Fünf kleinen? Ach, kann man keine drei großen nehmen? Hüpfender Topf? Mit großem Topf, mit zwei großen Töpfen? Hier können wir nur zwei große nehmen, ne? So wie es aussieht. Ich nehme jetzt den. Keine Ahnung, ob das gut ist oder richtig ist oder... Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ja, ich bin mir ja nicht sicher, ob es das Richtige ist. Das ist es ja gerade. Aber den Dummkomposter nehmen wir auf jeden Fall auch, damit wir dann im Endeffekt mehr daraus kriegen. Ich hoffe, dass man nichts dafür bezahlen muss, Dumm zu machen. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Mhm. Können wir noch... das mit dem hüpfenden Topf können wir nicht nehmen, ne? Großen Topf. Material... Ach nee, hier war das. Nee, der hat 3000, ist der okay. Na gut, das mit den kleinen... Also so viele brauche ich dann ja auch nicht. Zum Verkaufen haben wir nichts mehr, ne? Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ja, ja, ja. Ist okay. Wir gucken aber auf jeden Fall noch mal kurz hier oben. Handbuchseiten. Wieso ist das jetzt wieder eine Handbuchseite? Eine von... Rebellion.
Hier scheint aber so nichts zu sein, ne? Ich denke nicht. Wobei, ich hatte doch da oben schon eine Handbuchseite bekommen. Ich bin mir nicht sicher. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir mal wieder zurückgehen nach Hogwarts und dass wir dann die Sache mit den Zaubertränken machen. Hogwarts. Das ist das hier, ne? Nee, im Schatten der Krypta. Das hier ist das. Nein. Ach, Mann. Ich wollte da rein. Ja, aber die Aufgabe wollte ich natürlich trotzdem verfolgen. So. Einmal rüber. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. So, wir müssen runter, so wie es aussieht, ja. Das heißt, hier rum. Kann er sich mal entscheiden, wo ich hin soll? Und hier unten die Treppe runter? Ja. Nee, Moment. Doch. Das ist das andere Ziel. Ich dachte gerade schon, weil das war doch eben... Ah, verwirrt mich hier doch nicht so. Ehrlich. So, ich habe das übrigens immer noch nicht so ganz verstanden hier. Ich habe aber auch nicht mehr geguckt. Also ich habe gedacht, dass man das eventuell irgendwie mit Zahlen oder sowas gleichsetzen kann. Aber das scheint nicht zu funktionieren, weil wir hatten das ja letztes Mal ausgerechnet. Das war doch hier dran. Ja genau, das war das hier. Und das hat ja nicht geklappt. So, da hatten wir ja ausgerechnet, dass das dann 10 wären und dann minus 3. Nee, Moment. Quatsch. Dass das dann 14 wären. So, man muss wahrscheinlich auf die 21 kommen. Das heißt, wir müssten 7 hier reinmachen. Das heißt, wenn man von links ausgehen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, den habe ich aber letztes Mal nicht, oder habe ich den genommen? Diesen Leuchter. Den hier. Und das heißt, wenn das das unten rechts ist, das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, es sind immer 10, okay. 10 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also müsste ich die 1 machen. Das heißt, oben müsste ich diese komische Eule oder was das ist reinmachen. Das war aber doch nicht das, was ich letztes Mal hatte. Oder habe ich mich da irgendwie vertan? Nee, hier ist gar keine Eule drin. Genau, hier, das war nämlich das Problem. Hier ist nämlich keine Eule drin. Aber hier ist auch kein Lurch drin, meine ich. Nee, hier ist nämlich auch kein Lurch drin. Und das ist nämlich das, was ich nicht verstehe. Warum habe ich eine Ratte gesehen? Weil ich müsste nämlich theoretisch die 1 reinmachen. Das wäre ja das Viech da unten links. Und das haben sie eben nicht drin. Es sei denn... Nee... Aber das ist 10. Also das kann nicht anders sein. Das wären dann 16. Ich müsste in dem zweiten, weil das sind ja auch die zwei Fragezeichen, müsste ich eine 1 reinmachen. Das ist das hier unten. Also das verstehe ich tatsächlich immer noch nicht. Also es ärgert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Weil wenn das wirklich reine Mathematik ist, wonach es ja aussieht, warum funktioniert es dann nicht mit Mathematik? Das ist, ja. Konzentrieren, wenn Professor Sharp so einschüchternd ist. Der steht da mit gezücktem Zauberstab. Okay, die nehmen jetzt alle ihre Fläschchen wieder mit, oder was ist das? So. Wie kommen Sie mit Ihren Aufgaben voran? Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Gut. Sie sollten jetzt Depulso lernen können. Mal sehen, wie Sie sich machen. Konzentration. Bleiben Sie bei der Sache. Ja? Achso, ich muss mit A anfangen. Mhm. Jetzt haben Sie es. Wenn Sie üben wollen, und das sollten Sie, dann nicht, indem Sie Klassenkameraden durch die Flure schleudern. Nicht? Probieren Sie es doch an den verzauberten Büchern hier aus. Okay. Nimmt einem aber auch jeden Spaß, ehrlich. Okay, dann, wo ist das Zeichen? Ich sehe schon wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist das das hier? Ja. Dann machen wir das mal dahin und... Gut gemacht.
Es freut mich, dass Sie fest entschlossen zu sein scheinen, die Zauberei zu meistern. Ja, auf jeden Fall. Das war's auch schon, ne? Ja, cool. Haben wir das auch schon wieder abgeschlossen? Wir haben übrigens immer noch Talentepunkte, fällt mir gerade ein. Haben wir denn auch irgendwas Neues, wo wir es reinsetzen können? Das ist jetzt... Ach, Raum der Wünsche. Ah! Ja! Verleiht Angriffen zusätzlichen Schaden. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt für den Raum irgendwas. Nö. Schaden und die Dauer. Nö, also ich denke mal, da braucht man dann gar nichts von. So wie es aussieht. Reichweite und Schaden. Ja, nee. Dann ist das schon okay. Dann gehen wir jetzt erstmal auf die Karte. Und nehmen das, glaube ich, jetzt nicht an. Moment, ich könnte... Ja, doch. Ich muss das mit Sebastian machen, ne? Das ist das, okay. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne vorher den Teil mit der Flugprüfung noch machen, damit ich das schon mal... Nee, Akio will ich nicht machen. Damit ich das schon mal aus dem Kopf raus habe. Ich denke nämlich auch, weil das ja eine Krypta ist... Oder? Moment, ich finde Sebastian... Triff dich mit Sebastian... Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Das ist das Problem. Also wenn es wirklich nur ist, einen Zauber zu lernen, dann ist es noch okay. Wenn das jetzt natürlich eine Riesenaufgabe ist, würde ich das nämlich gerne splitten, ehrlich gesagt. Ich cutte mal den Weg vorsichtshalber schon mal raus, den ich jetzt brauche, um da hinzukommen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das war jetzt natürlich totaler Blödsinn. Ich könnte Hilfe brauchen. Weil... Ach so. Nee. Du bist eine andere Aufgabe. Dir helfe ich auch gerne, aber nicht jetzt. Jetzt wollte ich erstmal was anderes machen. Aber ich wollte eigentlich sagen, das war Blödsinn, weil ich ja sowieso jetzt hier direkt in der Nähe war. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Ja, 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 sofort. Also sofort jetzt nicht, weil ich wollte ja jetzt erstmal das andere machen. Aber ja, beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank, das hatten wir eigentlich schon, und ein Donnergebräu. Teste ein Donnergebräu gegen Gegner, muss ich dann aber auch noch testen. Okay, das muss ich, glaube ich, dann kaufen, weil das habe ich, glaube ich, jetzt nicht mitgekauft. Okay, das wird dann danach gemacht. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Erstmal danke für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber es fehlte etwas. Darüber sollten wir woanders reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Ja, lauf. Geh vor. Los. Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Und nun? Revelio. Soll ich jetzt auch noch herausfinden, wie wir den... Moment. Nee, das ist über mir. Ja, und nu? Achso, auf der anderen Seite. Hätte man ja auch nachgucken können. Nee, der kommt nicht mit. Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er hat ihn Krypta getauft. Wir haben hier immer Kobold-Schlacht gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu. Ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen.
Wir wurden nie erwischt. Okay. Ich würde gerne mit dir interagieren, aber ich habe gesehen, eine Sache habe ich bekommen, die besser ist. War das das hier? Nein, das war natürlich genau das, was nicht besser ist. Das hier, glaube ich, ne? Nee, hä? Wann habe ich das davor schon bekommen? Da unten, meine ich doch. Ah. Oh, das ist sogar ein Lila. Okay. Und ist sogar einiges besser. Das ist das, was da drunter ist, ne? Das können wir sogar anlassen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon. Die Gaunts sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der vier Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Das ist lächerlich. Ach so, dass er nicht für Schüler geeignet ist wahrscheinlich. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Okay, mach mal. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Also gut. Also gut, fangen wir an. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Nö. Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Moment. Nichts mit Armleuchtern. Ich muss hier erstmal gucken. Was habe ich denn hier? Ich habe jetzt da den... Das ist doch doof. Was macht der denn jetzt genau? Hier ist er, ne? Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Gegner, die mit Feuerangriffen getroffen werden, erleiden für einige Sekunden weiter Schaden. Vielleicht gegen diese Inferni-Dingsbums ganz gut. In dieser Zeit führen Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Achso, wenn jemand anders da drauf läuft quasi. So verstehe ich das jetzt. Ist der dann besser als Incendio? Er verursacht erheblichen Schaden und zündelt... weil Expelliarmus würde ich gerne drin lassen. Aber hochheben würde ich die auch gerne. Kein direkter Schaden bei Gegnern. Na gut, dann würde ich fast sagen, nehmen wir den so. Aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Okay, aber soll quasi ähnlich sein. Confringo! Gut gemacht. Wie ist das so? Ein bisschen heiß. Du gewöhnst dich dran. Gut so. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Achso, die andere war ja schon an, ja. Ich muss schon sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Okay. Ich bin
Ich bin bereit für mehr Zauber wie diesen. Ja, das stimmt. Also für die, gegen die Gegner ist das natürlich wunderbar. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr. Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann. Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Klar. Sag mir einfach wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Eine neue Schülerin zu treffen ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Es hat sicher mit dem zu tun, was du mir erzählt hast, über den Portschlüssel, Gringotts und Ranrock. Dir entgeht wirklich nichts. Und ja, das ist es. Wie du sicher schon vermutet hast, steckt noch mehr dahinter. Ich höre. Also ich denke, dass man ihm vertrauen kann. Er hat mir ja auch so ein Geheimnis erzählt. Jetzt hat natürlich der Lehrer eigentlich gesagt, dass ich nicht mit anderen darüber reden kann. Aber ich denke mal, dass wir das tun sollten. Versprich, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ja, mach das. Mir ist nur gerade was aufgefallen. Die Ecke hier, die sieht ziemlich cool aus mit den ganzen Beschwörungszaubern und so. Ja, verlasse die Krypta. Machen wir das mal? Passiert dann da irgendwas? Oder heißt das nur, ich soll rausgehen und krieg vielleicht eine neue Aufgabe oder so? Hallo Sebastian. Warte. Ups. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen und Kräuterkunde. Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Also wenn ich ehrlich bin, könnte sie vielleicht, ja, nee, achso, Moment, Ominous? Ominous, das ist doch der, dem ich nichts davon erzählen sollte oder so, ne? Dann würde ich sagen, ich bin zufällig darauf gestoßen. Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Drogen sind unnötig, genau. Glaub mir, Ominous, ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schön, danke auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht.
Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Ja. Das ist dann mal nicht ganz so gut ausgegangen, wie gehofft. Der ist jetzt auch da drin verschwunden und wird ihm jetzt erstmal eine Standpauke halten, nehme ich mal an. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Unten ist ja direkt schon, oh, da haben wir schon wieder irgendwas. Nachricht lesen, Moment. Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Ah, jetzt kommt der Nächste mit einer Aufgabe an. Ich meine, ich finde das absolut klasse und ich liebe es, die ganzen Aufgaben zu machen und alles. Ich wollte nur eigentlich dem Jungen unten an der Treppe jetzt beim nächsten Mal helfen. Müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ob wir das machen oder ob wir... ich sollte hier mal eben, glaube ich, wieder auf die normalen umstellen. Oder ob wir direkt zu ihm weitergehen mit ich der Hauptaufgabe. Ich möchte Ihnen Wingardium Leviosa beibringen, um Objekte für kurze Zeit schweben zu lassen. Sobald Sie ein paar Voraussetzungen erfüllt haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Ah, ist das denn euer Ernst? Jetzt habe ich gerade was, was ich machen möchte. Dann kommt wieder einer dazu, was ich auf jeden Fall unbedingt machen muss und möchte. Und dann kommt der Nächste dazu, was ich unbedingt machen muss und möchte. Hier geht's echt zu wie im Bahnhof gerade heute. Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass ich all das machen kann und dass ihr mit dabei seid. Und ja, die Folge ist erstmal zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.